Ja, moin moin, erstmal hier nochmal ein kurzer Überblick über unser Clan. Truhenmäßig sind wir jetzt bei 235, 250 müssen wir noch kriegen, um das voll zu kriegen. Es sind noch 7 Stunden 40 Minuten. Es ist allerdings auch schon 22:45 Uhr. Wie man sieht, sind noch zwei bei uns im Clan, der mittlerweile auch komplett voll ist. Online. Wir versuchen noch die Truhe voll zu kriegen. Ich zumindest. Ich weiß nicht, wie viele Spiele hintereinander gezockt und habe dann wieder eine kleine Pause gemacht, weil ich echt das so nervig finde, weil ich andauernd verloren habe oder nur mit einer Truhe gewonnen habe. Also ewig, dass ich. Ich habe nur einmal drei Truhen gemacht, als der Gegner den Kampf verlassen hat. Also das war echt deprimierend. Und da, gegen diesen Frust muss man irgendwie einfach mal kurz das Tablet zur Seite legen. Na, wie auch immer. Also ich kämpfe jetzt einfach nochmal hier eine Runde. Ich habe vielleicht auch nicht das beste Deck, aber ich finde das einfach so geil hier gleich am Anfang. Am besten. Na gut, jetzt habe ich es falsch schon gemacht. Gleich mal so, das finde ich. Und hier, was soll das denn hier für eine Scheiße? Das war ja wohl nichts geiler für. Ja, ich weiß, lustig, lustig. So, okay. Also, das ist mein momentaner Trick sozusagen, dass ich Wut mit den Skeletten oder auch gerne hier mit der Armbrust benutze. Aber wie ich schon mal im anderen Video gesagt habe, das kommt halt nicht immer so, wie man es haben will, gleich am Anfang. Und da muss ich mal warten, dass das die richtige Kombination noch auftaucht. Und manchmal klappt es einfach nicht. Und gerade hier bei den anderen, bei den hochpreisigen sozusagen, muss ich auch ewig warten, bis da was passiert. Und wenn der Gegner mich dann gut angreift, habe ich die Wahl, entweder ein Haus zu opfern, also ein Turm, oder ja, was dagegen zu tun. Na gut, ich versuche es jetzt hier nochmal. Jetzt wieder so doof, wieder nicht lang genug gewartet, ja, und da ist gleich der Typ, bin ich völlig für den Arsch. Jetzt brauche ich eine Abwehr, solange hält er ihn wenigstens hin. Aber am Turm habe ich jetzt gar nichts gemacht. Ich habe jetzt die beiden Riesen bisher bekämpft, das war alles, also hätte man auch anders machen können. Eigentlich beruht meine ganze Strategie im Moment darauf, durch den Turm abzuwehren. Durch die Hütte immer laufen irgendwie neue Leute ra raus zu jagen. Und dann halt im geeigneten Moment entweder die Skelettarmee oder die fette Armbrust, am besten beides, loszuschicken, um einen der gegnerischen Türme platt zu machen. Als Überraschungsmoment sozusagen. Wenn es klappt, sieht es richtig geil aus, aber die Armbrust greift ja auch nicht immer das an, was man will. Zum Beispiel hat jetzt so gut wie gar nicht. Das wird schon wieder nichts. Ich sehe schon kommen. Soll man das auch schaffen? 22 Sekunden noch und ich muss auch zwei weghauen. Also das wäre nichts. Was ist denn das überhaupt? Ein Vierer? Ey, das ist doch eine Verarsche. Vielleicht sollte ich weniger labern und mehr darauf mich drauf konzentrieren, was ich hier tue. Und tschüss. Jetzt schon mal ein Geheule. Respekt. Ja. Gut, ich muss mich jetzt ein bisschen mehr weiter auf meine Sache hier konzentrieren, damit wir echt doch die Kronentruhe voll werden kriegen und dann bei nächster Gelegenheit dann halt in einen anderen Clan wechseln. Aber da werde ich dann auf jeden Fall das hier an dieses Video nochmal kurz dranhängen. Wo sind wir? 138, okay, das schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich verstehe auch, die meisten sind jetzt schon, ganz viele sind noch in den Clan gekommen, die können noch nicht mitkämpfen hier für die Truhe. Und morgen fängt die Schule ja auch wieder an. Ich glaube, die meisten Clan-Mitglieder sind auch ein wenig jünger als ich. Ich werde um 12 ins Bett gehen und morgen um 7 aufstehen. Und ich glaube, ich finde das ganz gut, wenn ihr
in die Schule müsst, dass ihr da nicht zu spät ins Bett geht. Aber ich muss jetzt für den Clan hier das einfach nochmal auf die Reihe kriegen. Ja, man sieht, ich mit Ice Cream bin ich ganz weit vorne, die anderen sind nicht ganz so weit. Chiara hat dummerweise den Clan verlassen, kam dann wieder rein und das bedeutet ja, hier seht ihr ja, also das bedeutet ja, dass sie dann nicht mehr mit der Truhe in dieser Runde mitkämpfen kann. Und hier seht ihr ja, 11 Leute sind aus dem alten Stamm und davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Leute haben was für die Truhe getan. Und von 50, das ist klar, dass das extrem schwer wird, dann die 250 vollzukriegen. Na gut, ich kann nur sagen, vielen Dank an Ice Cream 28. Bester Mann. Also wir haben den Clan jetzt geändert von Montana Black 88 in Montana Botze. Wir haben kurz drüber diskutiert, welchen Namen wir nehmen, bla bla bla. Ja, und jetzt geht's los. Bin gespannt, wer alles mitkommt. Und ich hoffe, dass alle dann aktiv sind. Bis bald. Nee, das ist viel zu schnell. Langweilig. So in etwa könnte es dann aussehen. Ja, nicht ganz bereit. Putzel, putzel. In allerletzter Sekunde wieder. Ich könnte das Tablet gegen die Wand schmeißen, echt. Fuck you. Na gut, man kann sich ändern. Wir haben es geschafft. Geschafft. Was soll die Scheiße? Ja, oh Mann, jetzt bin ich so genervt und... So. So.
Damit bin ich raus. Also, wir haben noch ein paar Plätze frei. Wir sind jetzt umgezogen, wie gesagt. Und es sind bis jetzt 12 Plätze voll. Und es fängt ja demnächst die Tour an. Noch in 6 Stunden. Nee, 6. Was? Beginnt in 6 Tagen und 9 Stunden. Ach so. Also in einer Woche. Ich hatte vorhin 6 Stunden gelesen. Okay, ich habe nämlich auch schon für die Tour gespielt, weil ich dachte, das würde jetzt schon wieder losgehen. War schon ganz überrascht. Na gut, bla 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 bla. Ja, wer Bock hat, kann nochmal bei uns reinjoinen. Wie gesagt, wir haben jetzt den neuen Clan, Montana Botze, genannt. Ja, wir freuen uns auf euch.